Frau Pächterin. Herzlichen Glückwunsch, viel Erfolg. Viel Glück. Dank dir, Hans. Das war's. Jetzt bist du also wirklich da. Schaut ganz so aus. Ja, jedenfalls wäre es besser, der Martin wird sie mal wieder abholen, oder? Mir ist lieber, der Martin und der Anne lassen die Finger voneinander und sie konzentriert sich voll und ganz auf den Hof. Gregor. War gerade in der Gegend. Servus. Da dachte ich, gratuliere ich doch mal schnell zum ersten Arbeitstag. Sag mal, die Anne, ist da was? Was soll denn sein? Dann habe ich mich gefragt, ob du Freitag oder Samstagabend Zeit hast. Was ist eigentlich dein Problem? Wieso können wir es nicht einfach verabreden? Weil ich denke, dass wir beide ein enormes Potenzial haben, uns zu verzetteln. Was, wenn es genau so sein soll? Du und ich und der Hof. Martin! Georg! Entschuldige, Gregor. Anne ging es damals ziemlich schlecht, als sie hier aufgetaucht ist. Ja, es war eine harte Zeit. Aber zum Glück hast du mir einen guten Job gegeben. Man tut, was man kann. Da bin ich mir sicher. Kaffee? Ja, danke. Hast du gut geschlafen? Ja. Kann ich mich glatt dran gewöhnen, dass du hier bist? Das ist aber mein T-Shirt, das brauche ich jetzt gleich. Hi, Mama. Dann ruf doch zuerst mal bei dem Herrn Förster vom Fußballverein an. Da hat der Papa doch letztens am Trainingsgelände gestanden. Mach dir nicht solche Sorgen. Der taucht schon wieder auf. Halt mich auf dem Laufenden, ja? Franziska? Was ist passiert? Mein Vater ist verschwunden. Schon das zweite Mal in dem Monat. Scheiß Demenz. Da waren es nur noch zwei. Ach komm. Er ist doch nur ab und zu bei der Franziska. Ja. Außerdem ist doch ganz schön, wenn wir zweimal allein sind. Tja. Und was hältst du davon, dass er die ganze Zeit bei der Apothekerin ist? Ich weiß nicht. Ich wünsche mir einfach nur, dass er jemanden findet, mit dem er glücklich ist. Und du glaubst, es ist mit der Franziska? Im Business. Wir mischen uns da nicht ein. Morgen, Lilly. Morgen? Die Käserei Koller hat gerade angerufen. Mhm. Und? Und die nehmen uns die bestellte Menge auch schon ab nächsten Monat ab. Oh. Das heißt, jetzt haben wir die Käserei Koller, die Käserei Maybach und die drei Hotels vom Thalhammer. Also alle Großabnehmer sind mit dabei. Alle. Alles Gruber, oder was? Ja, und um die Vertreter vom Einzelhandel, da kümmere ich mich ab heute. Das heißt, man kann unsere Milch einfach so im Laden kaufen? Wenn es so weiterläuft, in 4 Wochen. Also nicht im Supermarkt, aber in den kleineren Geschäften. Oh, cool. Du, und was die Melkanlage anbelangt, da habe ich mich jetzt doch für das ältere Modell entschieden. Was aus der letzten Baureihe. Ja, gut, wenn du meinst. Ja, ich glaube, die ist einfach weniger anfällig. Mhm. War Tipp vom Gregor. Ach, vom Gregor. Also bis später. Später. Scheint dir ja nichts auszumachen, da. Scheiße. Dass der Martin die ganze Zeit bei der Franziska ist. Lilly. Wir mischen uns da nicht ein. Ja, Aber das ist voll schwierig. Außerdem fällt der Name Gregor in letzter Zeit ziemlich oft. Zu oft. Herr Rieger? Morgen, Frau Lehnbach. Morgen. Sagen Sie, ich habe da für 17 Uhr 2 Termine gleichzeitig im Kalender stehen. Das kann ja nicht sein, oder? Okay, ganz kleinen Moment bitte. Also gestern Abend stand da ganz sicher nur der Termin mit dem Herrn Volkers drin vom Vertrieb. Ja, aber woher kommt denn der Termin mit Michael Klinger, bitte? Also hier steht, Sie haben ihn eingetragen, um 20.56 Uhr.
Wieso denn ich? Ja. Oder eine andere Person, die Zugriff auf ihren Kalender hat? Vielleicht ihre Frau? Ja, tut mir leid. Das war... Ich habe den Michael Klinger gestern Abend noch angerufen. Mein Fehler, ich kümmere mich drum. Okay, bis gleich. Ganz schön übertrieben, die Uhrzeit, um die er dich hochschreckt. Passt, Mama, alles gut. Zahlt er dir die Überstunden wenigstens? Ja, ist ja gut. Also, bis dann. Morgen. Morgen, Herr Riegert. Dr. Gruber, ich bräuchte dringend noch mal ein Rezept für dieses Doloreset. Wenn Sie mir das direkt hier ausstellen könnten, das wäre toll, dann würde ich eine Menge Zeit sparen. Ich habe normalerweise immer meinen Rezeptblock an mir, nur gerade jetzt nicht. Schade. Die Kopfschmerzen sind also noch nicht weg? Nee. Für den Fall, dass es wieder auftritt, haben wir gesagt, dass wir uns was anderes überlegen. Weitere Untersuchungen zum Beispiel. Ist allein der Stress. Ich würde auch gerne noch ein CT der Halswirbelsäule machen. Es könnte sein, dass die Kopfschmerzen eventuell von einem Bandscheibenvorfall kommen. Das ist mir komplett die Zeit gerade. Es tut mir leid. Alles klar. Was machen denn die Herzrhythmusstörungen? Sind nicht wieder aufgetaucht. Deswegen haben Sie letzte Woche das Belastungs-EKG vergessen. Kommen Sie. Danke. Gut, Herr Rieger, davon nehmen Sie jetzt eine täglich und das 3 Tage lang und danach sehen wir uns bei mir in der Praxis, ja? Versprochen. So, stimmt so. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Ist das nicht der Chef von der Pettenkofer-Brauerei? Ja, ja. Er hat vor 3 Jahren übernommen, nachdem sein Vater einen Herzinfarkt hatte. Hm. Scheint so, als wollte er es ihm nachmachen. Komm, ich bring dich noch zur Tür. Ja. Morgen. Hi, na? Alles schick? Alles super. Ist gut. Sehr gut. Schon die 4. Nacht in Folge, die er bei ihr übernachtet hat. Sag mal, du zählst das aber jetzt nicht wirklich mit, oder? Na. Du, ich habe übrigens dem alten Reisinger mal ein bisschen Dampf gemacht, dass er mit dem neuen Schild endlich mal antanzt. Ja, lass mich raten, er hat dich absetzen lassen. Nein. Er wird's morgen liefern und anbringen lassen. Ist nicht dein Ernst. Und wie bitteschön hast du das jetzt geschafft? Indem ich es ihm sehr deutlich gesagt habe, wahrscheinlich. Servus. Das ist Ihre Erklärung vor den Gesellschaftern. Ich habe Ihre Gedanken von gestern noch mal in die richtige Reihenfolge gebracht. Und die Firma Buchinger will die Zahlung der Rechnung jetzt gesetzlich durchsetzen. Die Klimaanlage funktioniert immer noch nicht. Die tanzen hier bitte so lange an, bis das repariert ist. Vorher zahle ich keinen Cent. Richtig natürlich gerne aus. Dr. Rissen bittet um einen Termin. Die Quartalsprognose muss wohl noch etwas korrigiert werden. Ich vermute mal nach unten. Richtig. Vielleicht ist es ja eine gute Idee, vor der Gesellschafterversammlung mit Dr. Rissen zu sprechen. Ist eine gute Idee. Ich muss kurz in die Buchhaltung. Würden Sie mir ein Wasser bringen? Klar. Danke. Wasser. Ja. Danke. Ich habe Ihnen die Unterlagen auf den Tisch gelegt.
Rigard, alles okay? Oh Gott, ich helfe ihn. Haben Sie Schmerzen in der Brust? Ich war nur kurz schwindelig. Haben Sie schon was gegessen? Nein. Okay, ich rufe Dr. Gruber an, ja? Sie merken sich den Namen von meinem Hausarzt? Das ist nicht nötig. Vertrauen Sie mir bitte. Ich rufe Dr. Gruber an und ich hole Traubenzucker. Ich bin sofort wieder da, ja? Soweit, so gut, das EKG. Schauen Sie mal, das sieht sehr gut aus. In die Sinuskurve, alles wunderbar. Beim Herzinfarkt würde man hier, hier und hier so eine Ausreißer sehen. Okay. Der Ultraschall ist auch wunderbar. Nichts zu sehen. Ich wollte nur noch mal kurz sicherstellen, dass wir es nicht mit dem Infarkt zu tun haben. Ja? Bitte abwischen. Und warum bin ich umgekippt? Weil Sie im Dauerstress sind, Herr Rigert. Und Frau Lehnbach mir gesagt hat, dass Sie zu wenig gegessen haben, als vermutlich unterzuckert waren. Herr Rigert, ich habe Ihnen vor 2 Wochen schon gesagt, Sie müssen einmal ein bisschen zur Ruhe kommen, vielleicht mal Urlaub machen, einfach mal Ball flach halten und abschalten. Dr. Gruber, ich habe die Verantwortung für 65 Mitarbeiter samt Ihrer Familien. Wenn ich in der Lage, in der wir gerade sind, einfach Urlaub mache. Der Kapitän geht als Letzter von Bord. Das hat mir mein Vater schon als Kind immer eingebläut. Mhm. Und woran ist er dann gestorben, der Kapitän? Am Herzinfarkt. Ja. Aber mein Vater war ein großartiger Mensch. Ich weiß. Gerade weil er mich nicht gezwungen hat, in die Brauerei anzusteigen. Er hat mir komplett freigestellt, was ich mit meinem Leben mache. Solange ich ihm nicht auf der Tasche liege. Ja, was normalerweise bei so Familienunternehmen natürlich selten ist, weil die Jungen sofort nachrücken müssen. Aber haben Sie nicht vor was anderes gemacht? Vor der Brauerei haben Sie nicht mal Wein angebaut? In Piemont. Ich habe Önologie studiert. Danach habe ich mit 2 Kumpels eine kleine Kellerei aufgemacht. Und da haben wir einfach nur gemacht, wozu wir Lust hatten. Fast 10 Jahre lang. Und als dann der Anruf kam, dass mein Vater gestorben ist, ich weiß nicht, ich habe in dem Moment einfach gespürt, dass ich ihm was zurückgeben muss. Ich bin ihm das schuldig, Dr. Gruber. Herr Rigert, ich verstehe Ihre Situation voll und ganz. Aber wir werden nicht drum herum kommen, Sie einfach ein bisschen runterfahren zu müssen. Am besten? Noch nicht ganz. Ich mache noch einen CT-Termin in der Klinik wegen der Kopfschmerzen. Sie kriegen noch ein Rezept von mir für Kreislauftropfen bei Bedarf. Und von Frau Kemper kriegen Sie draußen noch eine Krankschreibung. Denn aus der Sicht Ihres Arztes, Herr Rigert, haben Sie jetzt dienstfrei und sind bis übermorgen krankgeschrieben. Es wäre wahnsinnig schön, wenn Sie sich daran halten würden. Danke für Ihre Zeit. Alles Gute. Sie haben bitte was? Ich habe Dr. Rissen als Prokurist darum gebeten, dass er die Gesellschafterversammlung absagt. Ohne meine Zustimmung. Ja, wollen Sie noch mal zusammenklappen? Während des Termins. Und das ist doch sicherlich eine Krankschreibung von Dr. Gruber. Herr Rigert, ich finde, Sie brauchen eine Pause. Sie haben recht. Schon wieder. Ab und zu. Können Sie mich noch nach Hause fahren? Ich hole Ihnen dann ein Taxi, was hier zurück in die Firma fährt. Klar. Wir müssen noch in die Apotheke, ist das? Ist in Ordnung. Was hat Dr. Gruber denn genau gesagt? Naja, er hat mir ziemlich deutlich geraten, dass ich mein Leben ändern soll. Aber ich meine, ist ja auch klar, was alle sonst sagen. Und was ist, wenn er recht hat? Entschuldigung. Ist schon gut. Aber der Punkt ist ja der, selbst wenn er recht hat, was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht einfach meine Hände in den Schoß legen. Und das Übernahmeangebot? Durch die Bechstein-Gruppe? Nee. Das hätte mein Vater nicht gewollt. Mein Großvater auch nicht. Und dessen Vater schon mal gar nicht, weil der die Brauerei gegründet hat. Und sein Bier Pettenkofer genannt hat. Was besser klingt als Rigert-Bier.
Aber es ist jetzt Ihre Firma. Ja, es ist meine Firma und es ist meine Verpflichtung, wo der ich nicht einfach weglaufen kann. Also ich würde so ein Angebot annehmen. Ein Schnipp und zack, alle Sorgen sind weg. Was haben Sie denn für Sorgen? Bei meiner Mutter wurde vor 3 Jahren Multiple Sklerose diagnostiziert. Die Krankheit hat einen schnelleren Verlauf genommen als erwartet. Deshalb bin ich wieder hierher gezogen, weil sie ohne meine Hilfe nicht mehr zurechtkommt. Es tut mir sehr leid. Tja, wenn die Eltern nicht mehr können, dann sind sie plötzlich auf uns Kinder angewiesen. Ganz egal, was wir eigentlich für Pläne im Leben hatten. Bis gleich. Warum haben Sie mir das eigentlich im Vorstellungsgespräch nicht erzählt? Ich wollte nicht, dass Sie mich aus Mitleid einstellen. Frau Lehnbach? Sie denken wirklich, ich sollte alles verkaufen? Das können nur Sie entscheiden. Würden Sie mir die entsprechenden Unterlagen raussuchen? Es kann ja nicht schaden, noch mal einen Blick drauf zu werfen. Klar. Entschuldigung. Hallo, Schatz. Kai, Gott sei Dank. Geht's dir gut? Ich wollte mich gerade mit meinen Eltern auf einen Kaffee treffen, als meine Mutter mich anruft und mir sagt, die Gesellschafterversammlung ist abgesagt. Wegen Krankheit. Ich komme gerade von Dr. Gruber. Er hat mich für 2 Tage krankgeschrieben. Wir waren ein bisschen schwindelig. Das war wohl eine akute Unterzuckerung. Aber ist nichts Schlimmes. Wirklich nicht. Aber wenn das so eine Hinhaltetaktik ist, dann sagst du mir doch Bescheid, ne? Als deine Anwältin. Ist es nicht. Ich bin in 10 Minuten zu Hause, ja? Richte deinen Eltern schon mal aus, dass es mir leid tut. Bis später. Bis gleich. Alles in Ordnung? Frau Lehnbach? Richtig, wir... Ich... war bei Dr. Gruber, ich... Das Rezept, oder? Das er mir gegeben hat? Ihm geht's nicht gut? Ich blick grad nicht so richtig durch, ich... Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Wieso ich hier stehe. Das ist eine große Lücke. Gut, die Pupillen sind Isochor, die Pupillenreflexe sind normal. Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern können? Bitte ganz genau. Also ich war bei Ihnen, weil ich einen Schwächeanfall hatte heute Morgen in der Firma. Dann haben Sie mir erzählt, dass ich mein Leben ändern muss. Ich habe Ihnen erzählt, warum das nicht möglich ist. Sie haben mir ein Rezept und eine Krankschreibung in die Hand gedrückt und als Nächstes stand ich an diesem verfluchten Brunnen. Okay. Und wie viel Zeit ist vergangen zwischen der Praxis und dem Brunnen? Ungefähr. Circa 10 Minuten. Okay.
Eine andere Frage, Herr Rigert. Woran ist Ihr Vater verstorben? Was soll das jetzt sein? Ein Test? Ja. Mein Vater ist vor knapp 3 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Sein Name war Klaus-Peter Rigert. Er ist 59 Jahre alt geworden. Hat meine Mutter damit um 10 Jahre überlebt. Meine Assistentin dort heißt Hanna Lehmbach, arbeitet seit 11 Monaten für mich. Und ich würde sagen, jetzt sind Sie dran, Dr. Gruber. Was ist denn hier los? Wir können jetzt erst mal sagen, dass Ihr Kurzzeitgedächtnis betroffen ist. Und willst du mir einen Krankenwagen rufen, bitte? Danke. Mach ich. Entschuldigung, wieso jetzt einen Krankenwagen? Ich habe in 45 Minuten eine lebenswichtige Gesellschafterversammlung. Herr Rigert, die Versammlung haben wir abgesagt. Wegen dieser Krankschreibung oder was? Ich habe mit Dr. Rissen gesprochen und Sie waren einverstanden. Ja, wieso soll ich denn damit einverstanden gewesen sein? Weil Sie eingesehen haben, dass Sie eine Pause brauchen. Genau, Herr Rigert, jetzt haben Sie einfach mal Pause. Der Krankenwagen kommt, wir fahren Sie in die Klinik, wir machen ein CT, um eventuelle hirnorganische Schäden auszuschließen. Sie könnten nämlich auch einen Schlaganfall gehabt haben. Ist das angekommen? Gut, Herr Rigert, wir sehen uns gleich im Krankenhaus. Tja, dann werden wir mal durchchecken und dann schauen wir weiter. Und seine Erinnerungen an die 10 Minuten? Die sind jetzt für immer gelöscht, oder wie? Schwer zu sagen. Aber warum fragen Sie? Na, ich hatte das Gefühl, dass er während der Fahrt realisiert hat, dass er sein Leben verändern möchte. Hat er? Ich glaube, ja. Okay. Dann wollen wir mal hoffen, dass die Erinnerung wieder zurückkommt. Das wäre schön. Man hat gesagt, dass er solche Aussätze noch nie hatte. Ehrlich gesagt hatte er heute Morgen vergessen, dass er gestern Abend einen Termin mit jemandem vereinbart hat. Ja gut, das ist mir auch schon mal passiert, aber wir checken durch und ich muss jetzt los. Vielen Dank. Bis dann, ja? Ja. Servus. Servus. Gut, dass du kommst. Sind das schon die Logoentwürfe? Ja. Hat der Grafiker die schon geschickt? Ja, gerade eben. Den finde ich schön. Ja? Findest du den ein bisschen zu schlicht? Ja. Wie findest du den? Vielleicht ein bisschen traditioneller. Der gefällt mir gut. Aber ich würde gerne den Gregor um seine Meinung fragen. Der hat ein ganz gutes Gefühl. Aha. Ja, das finde ich sehr nett von Gregor, wie der dich so unterstützt. Ja. Gell? Ja. Wenn er vom Teufel redet, dann kommt er schon. Servus. Servus. Ja, ich war gerade in der Gegend. Naja, und da dachte ich, Frau Gruber. Gregor, wir haben gerade von dir gesprochen. Na ja? Oh, stehe ich bei der Arbeit? Nee, im Gegenteil. Ich brauche deinen Rat. Komm mal her. Das sind jetzt die Logo-Entwürfe. Wie findest du den? Ah, ein bisschen verspült, muss ich sagen. Und das ist mir zu sehr schokoladegrün, will ich ausschließen. Gruber? Ja. Auch. Warte mal, die Beine sind eigentlich. Muss es? Die besten. Ach, hast zwei Farben. Ach so, oder wo? Ja, gut. Das ist halt einfach toll. Ja, toll. Ja gut, wir kümmern uns. Muss ich euch leider unterbrechen. Der Sturm hat eine Fichte umgeschmissen. Droben am Zufahrtsweg. Müssen wir wegräumen. Großartig. Also, wenn ihr Hilfe braucht. Hast du Zeit? Logisch. Klar. Das wäre super. Dann sehen wir uns um. Ja. Das musst du sehen, Martin. Ich hatte gehofft, dass es eine HWS-Problematik ist, die andauernden Kopfschmerzen. Aber dann kam diese plötzliche Erinnerungslücke, weißt du? Kein Schlaganfall, kein Infarkt, das Labor unauffällig. Also ein Tumor. Bei einer Störung des Kurzzeitgedächtnisses müssten die ganzen Hippocampi in Mitleidenschaft gezogen sein. Mhm. Aber ich kann beim besten Willen keinen Tumorbefall feststellen. Ja. Okay, negativ. Tut mir wirklich leid, Dr. Gruber, aber mir geht's gut. Und alle Ihre Untersuchungen haben rein gar nichts ergeben.
Zum Glück. Es ist schön, Herr Rigge, dass Sie sich gut fühlen, aber wir würden Sie trotzdem gerne hier behalten. Tja, Beobachter. Meine Frau wartet draußen. Sie wird auf mich aufpassen. Nehmen Sie kurz Platz. Bitte. Herr Rigert, Sie hatten einen schweren, erheblichen kognitiven Aussetzer und Sie sind heute Morgen zusammengebrochen. Punkt 1, Sie brauchen Ruhe. Punkt 2, wir brauchen Zeit, um herauszufinden, was Ihnen wirklich fehlt. Ruhe habe ich auch zu Hause. Wenn Sie mir jetzt bitte sagen, wo ich unterschreiben muss, dass ich mich selbst entlasse. Bitte. Gut, in der Zwischenzeit ist Ihnen irgendwas eingefallen? Sie haben was aus der Erinnerung wieder zurückgekommen? Nein. Aber was soll in den 10 Minuten auch schon groß passiert sein? Frau Lehmbach war ja bei Ihnen. Vielleicht haben Sie Bedürfnis, Informationen einzuholen. Gibt es irgendwas, was ich wissen sollte? Was ich verpasst haben könnte? Ich bräuchte das zweimal. Ja. Danke. Solche Sorgen um dich gemacht. Alles ist gut, mein Schatz. Und diese Erinnerungslücke? Wird schon nicht wieder vorkommen. Ist alles in Ordnung. Lass uns abhauen. Frau Rieger. Herr Dr. Gruber. Hallo. Also, es ist jetzt so, Ihr Mann hat sich jetzt selber entlassen. Wir konnten keine Diagnose stellen bezüglich seiner kognitiven Aussetzer. Und deswegen hätten wir ihn gerne hier behalten zur Beobachtung. Aber jetzt ist er weg. Könnte es was Ernstes sein? Davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus und wir werten es als positiv, dass das CT unauffällig war. Deswegen eine Bitte an Sie, lassen Sie ihn nicht aus den Augen. Okay. Ja? Dankeschön. Gerne. Martin, du lässt Herrn Rigert gehen. Was soll ich machen? Soll ich ihn festnageln oder was? Ja, wir brauchen noch eine zweite Blutprobe von ihm und ein MRT. Meinst du eine beginnende Demenz? Gut möglich. Du kriegst den Termin, ja? Danke. Ja, Mann. Dr. Gruber. Dr. Fendrich. Dr. Kahnweiler. Hat sie gerade Dr. Kahnweiler gesagt? Martin, es ist eine Katastrophe. Seit wir verheiratet sind, will sie, dass wir Dienstliches und Privates trennen. Ich habe zu ihr gesagt, nicht mit mir. Hab meine Faust in die Hand genommen, auf den Tisch geschlagen, hab gebrüllt, ich bin ein Mann. Und sagte zu ihr, sieht's mich doch. Ja, Martin, sie hat's getan. Was soll ich nur tun? Hier, das sind die Unterlagen von Herrn Rigert. Ja? Du vergisst den Termin nicht. Und was Dr. Fendrich angeht, stark bleiben. Sie denken wirklich, ich sollte alles verkaufen? Na, das können nur Sie entscheiden. Hallo, Dr. Gruber. Frau Lehnbach, was kann ich für Sie tun? Ich wollte fragen, wie es dem Herrn Rigert geht. Wie Sie wissen, unterliege ich der ärztlichen Schweigepflicht und ich kann dazu leider nichts sagen. Klar. Aber deshalb bin ich ja hier, um Sie zu überreden. Ich verstehe. Sie sollten wissen, sollte im Büro etwas Dringendes auflaufen, dann ist er zu Hause erreichbar. Er braucht im Moment einfach Ruhe. Ein Glück. Also nichts Schlimmes, ja? Wie gesagt, ich darf Ihnen dazu leider nichts sagen. Klar. Und? Hat er sich wieder erinnert an unser Gespräch während der Autofahrt? Nein, hat er nicht. Aber er wird sich doch wieder erinnern. Wie gesagt, es ist nach wie vor schwer zu sagen. Vielleicht rede ich mit ihm über die 10 Minuten. Was Frau Lehmbach, wollen wir uns darauf einigen, dass wir beide möglichst vermeiden, Herrn Rigert noch weiter unter Stress zu setzen? Ja? Klar. Alles Gute. Vielen Dank. Na, was gibt's? Nix.
Findest du schön, wenn wir auch mal wieder reden? Jetzt, wo du zu deiner Apothekerin gezogen bist. Oh, zu Franziska. Aber ich bin nicht zu Franziska gezogen. Mhm. Lustig, dass wir zuerst darum kämpfen, dass der Grubhof nicht verkauft wird und jetzt haust du ab. Bin doch nicht abgehauen. Was willst du denn eigentlich? Lilly, was willst du mir eigentlich sagen? Ich will dir sagen, Martin, dass du dich nicht verrennen sollst mit der Franziska. Warum sollte ich das tun? Weil du nicht weißt, was zwischen dir und der Anne ist. Und die Franziska ist eine echt gute Ablenkung. Oder? Oh, herrlich. Ich bin so froh, dass ich so eine kluge Tochter habe. Mhm. Kommst du? Gregor, den Rest schaffen wir allein. Ja? Vielen, vielen Dank dir. Ohne euch hätte es ewig gedauert. Hm. Kannst du mich auf ein Bier einladen? Ist nur ein Bier, okay? Okay. Heute Abend? Okay, hört sich gut an. Im Wilden Kaiser. Ich hol dich ab. Um 7? Um 7. Also. Gregor, danke. Gern geschehen. Mama, wie war's? Schön. Wie immer. Ich schaff das schon. Mal einen eigenen Laden. Ich weiß, Mama. Sollst du mich eigentlich im Bett liegen? Ich brauchte einfach ein bisschen frische Luft. Ich habe übrigens gerade mit meinen Eltern telefoniert. Du hast sie aber nicht zum Essen eingeladen, oder? Keine Sorge. Aber wir sollten sie vielleicht demnächst mal zum Abendessen einladen. Sie wollen nämlich noch weitere Anteile von Pettenkuh verkaufen. 29%, um genau zu sein. Einen Teil des Erlöses müsstest du allerdings in ein verzinstes Privatdarlehen umwandeln, als Finanzspritze für die Firma. Das wäre ihre Bedingung. Aber mit 51% würdest du immer noch die Mehrheit an Pettenkuh verhalten. Klingt ziemlich gut, oder? Du hast aber nicht gerade wieder einen Aussetzer, oder? Was? Nein. Nein, ich hab dich gut verstanden. Ich meine, ja, wow. Klingt wirklich ziemlich gut. Es wäre immer noch deine Firma. Also, kann ich meinen Eltern sagen, dass du drüber nachdenkst? Ja, kannst du. Hallo, Frau Riegert. Ich hatte noch ein paar Unterlagen. Ob Sie so freundlich sind? Nee.
Frau Riegert. Ups. Entschuldigung, ich habe mit Ihrer Frau gerechnet. Kein Problem. Ich bin leider noch krankgeschrieben. Ich weiß und tut mir leid, wenn ich störe, aber in den 10 Minuten, die Ihnen von heute Morgen fehlen, da haben Sie mich gebeten, die Unterlagen rauszusuchen von dem Übernahmeangebot der Bechstein-Gruppe. Das habe ich wirklich gesagt? Ja. Also jedenfalls haben Sie so gewirkt, als ob Sie es sehr ernst meinen. Da dachte ich eben, dass es wichtig sei. Und wie bin ich drauf gekommen? Wir haben darüber gesprochen, dass Dr. Gruber Ihnen geraten hat, Ihr Leben zu verändern. Naja, und dann sind wir irgendwie auf die Bechstein-Gruppe gekommen. Schatz? Das ist wirklich wahnsinnig nett, dass Sie extra hergekommen sind, aber das Angebot von Bechstein ist nicht mehr relevant. Es deutet sich gerade ein neues Angebot für Pettenkofer an. Verstehe. Ja, also dann gute Besserung. Danke. Tschüss. Tschüss. Wer war das? Frau Lehnbach. Sie braucht dann noch ein paar Unterschriften von mir. Ich habe übrigens gerade mit meinem Vater gesprochen. Er setzt noch mal was auf, damit das alles Hand und Fuß hat. Okay, gut, gut. Herr Riegert. Dr. Gruber. Ist vermutlich kein gutes Zeichen, dass Sie hier auftauchen, oder? Doch, ist wunderbar. Hallo. Herr Dr. Gruber. Nur weil Sie sich selber entlassen haben, heißt das nicht, dass Sie mich so einfach loswerden. Wenn wir jetzt im Krankenhaus wären, würden wir Blut abnehmen, Leukozyten, Thrombozyten, Entzündungswert, das volle Programm. Und ich würde vorschlagen, das könnten wir auch hier drin erledigen. Gerne. Ja, ich fahre mal in die Kanzlei und kläre das mit Papa ab. Okay. Bitte. Wunderbar. Herr Riegert, sonst soweit? Alles gut? Meine Assistentin war vorhin da, Frau Lehnbach. Ah. Hat mir erzählt, dass ich wohl mit ihr über den Verkauf der Firma gesprochen habe. Also, beziehungsweise, dass ich es irgendwie angedeutet habe. Aber ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, kein bisschen. Okay. Aber ich meine, wenn Frau Lehnbach das sagt, dann nehme ich an, dass mit relativ großer Wahrscheinlichkeit dass es auch stimmt. Wahrscheinlich. Sagen Sie, ich meine, Sie haben ja eigentlich alles ausgeschlossen. Ist es dann nicht möglich, dass der Aussetzer eine ganz einmalige Sache war? Herr Riegert, wir beide wissen, dass es keine einmalige Sache war. Deswegen hätte man sich auch gerne länger im Krankenhaus behalten, um zum Beispiel noch eine beginnende Demenz auszuschließen. Eine Demenz mit 38? Ja, das klingt und ist auch sehr unwahrscheinlich, aber wie gesagt, wir werden es genau abklären. Und deswegen habe ich für morgen einen MRT-Termin für Sie machen können um 9.15 Uhr. Jetzt die Frage, werden Sie da sein? Ja. Gut, weil sonst komme ich und hole Sie ab. Okay. Alles gut. Bis dann. Danke. Erzählst, dass du die beiden verkuppelt hast, dann schrei ich. Na, hat sie von allein so gefügt? Sag mal, hat sie nicht bei ihm gearbeitet, als die Petra ausgezogen ist? Also seine Frau? Also meinst du, dass da was lief? Herr Ober!
Na, schon wieder die. Immer schön lächeln, Hans. Stur lächeln und winken. Ich komme! Und? Was meinst du? Sagt meine Anwältin oder die Mitarbeiterin deines Vaters? Vielleicht ja deine Ehefrau. Hier steht drin, dass deine Eltern zukünftig mitreden wollen bei größeren Investitionen. Ja, aber nur bezüglich der Bereiche, die nicht das Kerngeschäft betreffen. Ja, eben. Und genau um die geht's ja in der Zukunft. Schatz, meine Eltern werden einen Großteil ihres Vermögens investieren. Es ist doch ganz klar, dass sie irgendeine Art von Absicherung brauchen, oder? Mit einem Vetorecht. Kai, die Banken werden dir kein Geld mehr zuschießen. Dieser Vertrag rettet Pettenkofer. Und dann kannst du dich vielleicht auch endlich mal wieder ein bisschen entspannen. Hm? Weißt du, lass uns das MRT noch abfahren. Wenn ich nur noch Gemüse im Kopf bin, dann bringt das ja alles nichts. Ich bin mir sicher, alles wird gut. Okay? Okay. Was ist? Wer war das? Paul. Wer ist Paul? Paul. Der aus meiner alten Klasse. Nein. Doch, der jetzt ja in Vancouver war und jetzt ist er wieder da. Und er ist so langweilig. Ja. Stimmt mir leid, mein Schatz. Ja. Und mir tut leid, dass ich mich heute vor der Praxis so eingemischt habe. Alles gut. Und ich wollte dir sagen, dass der Gregor auf die Anne steht. Zack, mischt sie sich schon wieder. Ja, aber das ist ganz was anderes. Das ist wichtig. Da ist voll das Knistern. Ich spüre das. Da war bestimmt... Soweit ich mich erinnere, ist Anne volljährig. Freier Mensch, kann machen, was sie will. Okay. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Lilly gesehen? Nö. Na, wie war der Abend mit Georg? Gregor, entschuldige. Schön. Und wie war es mit Franziska? Gar nicht, ich war nicht da. Ach so, deswegen hat sie jetzt Sehnsucht. Hey, was machst denn du hier? Morgen. Hi. Na? Hallo, Frau Meierling. Ich wollte dich nur kurz sehen und ich habe gute Nachrichten. Na ja?
Ja, mein Papa ist wieder aufgetaucht. Cool, das freut mich für dich. Ich muss jetzt leider los. In die Klinik ist der MRT, der Herr Riegert. Und da möchte ich dabei sein. Schade. Ja. Die Assistentin von ihm, diese Frau Lehnbach. Ich glaube, die ist heimlich verknallt in ihn. Keine Ahnung, warum? Hast du nicht gesehen, wie sie ihn angeguckt hat? Nee. Ich sehe nur, wie du mich anguckst. Ich ruf dich an. Ciao. Ciao. Hi, Lilly. Morgen. Frau Hofstetter. Das ist aber eine Überraschung. Hallo, Frau Gruber. Ciao. Und wie geht's dem Papa? Danke der Nachfrage. Gut, er ist wieder da. Schön. Ich muss auch los, aber schön haben Sie es hier. Ciao. Servus. Tschüss. Tschüss. Die Hirnrinde zeigt eine klare Zeichnung. Zum Glück keine Verschmächtigung, was bei einer Demenz der Fall wäre. Dann ist er also gesund. Der Mediziner sagt an dieser Stelle ganz gerne, die anatomischen Verhältnisse im Gehirn ihres Mannes sind soweit intakt, ja. Und meine Aussetzer? Erregt ist das andere Problem. Also, sie hätten auch einen Mini-Infarkt haben können, den hätte man aber im MRT sehen müssen. Ihre Entzündungswerte sind nach wie vor leicht erhöht und die müssen wir uns noch mal genauer anschauen. Ansonsten kämen die Erklärungen in Betracht, dass sie ihrem Körper einfach zu viel zumuten. Aber das alles hat Ihnen ja Dr. Gruber schon erzählt. Ja. Oh. Ich muss los. Danke dir. Ja, bezüglich der Brauerei wird sich ja bald einiges ändern. Ah ja? Ja, und dann wird mein Mann weniger Probleme haben. Und weniger Probleme, das bedeutet weniger Stress. Und das ist schon mal sehr gut. Entschuldigung. Das ist meine Mutter. Kann ich ihr dann sagen, dass du unterschreibst? Ja, ja. Sie entschuldigen mich. Die Begrüßung bekannterweise. Ja, Mama. Ja. Herr Riegert, wie sieht denn dann jetzt die Lösung Ihrer Probleme genau aus? Carlas Eltern werden in größerem Stil in die Firma einsteigen. Sie kaufen mir Anteile ab und einen Teil davon kann ich dann in die Firma investieren. Wow, da haben Sie richtig das Große losgezogen mit den Schwiegereltern. Mhm. Abgesehen von einem kleinen Vetorecht, das Sie mir abbringen werden. Na ja gut, ein Tod muss nicht mehr sterben, ne? Der Schwiegervater ist finanzkräftig. Was macht er beruflich? Hat eine große Wirtschaftskanzlei. Da habe ich meine Frau übrigens auch kennengelernt. Sie arbeitet dort als Anwältin und hat mich beraten, als ich die Brauerei übernommen habe. Toll. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann sind Sie in dem neuen Konstrukt dann weiterhin der Geschäftsführer. Genau. Nee, ich mal mir das nur aus. Das heißt, das Finanzielle ist vom Tisch. Aber der Rest ist wie gehabt. Ja. Martin, ich bräuchte jetzt einen Gedächtnisverlust. Wieso? Was willst du vergessen? Wie war's ab? Vera natürlich. Vera? Warum? Ja, wie warum? Mein Wille war löblich. Ich habe uns in den Löwen eingebucht fürs Wochenende. Nein. Und doch, das komplette Programm, Candlelight-Dinner, Massage, alles. Hab Jens Thorn bei einem Klassenkameraden untergebracht und du wirst es nicht glauben. Sie hat abgesagt. Wegen einer sogenannten Fortbildung in Hamburg. Erst die Flitterwochen, jetzt das. Martin, sie hat einen anderen. Ach, Dr. Grüneberg. Der Mann ist fast 80. Das ist so ein Quatsch. Alexander. Oh, komm schon. Dr. Fenrich. Erst sieze ich ihn, jetzt sieht's der mich. Wenn das so weitergeht, dann wird Jens Torben bleibende Schäden davon tragen. Unter Umständen. Dr. Gruber. Dr. Fenrich. Alexander. Dr. Kahnweiler?
Schatz, du bist kerngesund. Komm, kleines Lächeln, nur für mich. Und wenn die Verträge unterschrieben sind, dann fahren wir endlich mal wieder in Urlaub. Sebastian und Gitti besuchen zum Beispiel. Hm? Wäre doch schön. Sag mal, können wir kurz noch an der Firma vorbeifahren? Ich muss noch ein paar wichtige Dokumente abzeichnen. Ruf doch deine Sekretärin an, die soll dir's vorbeischicken. Ist doch gleich um die Ecke. Es geht schneller. Hm? Dauert nicht lang. Ich weiß, Herr Volkers, dass es dringend ist. Aber wenn der Chef nicht da ist, dann ist er eben nicht da. Ja, dann schreiben Sie mir bitte das in einer E-Mail und ich lege es Ihnen dann vor, so schnell ich kann. Ja, danke, auf Wiederhören. Herr Riegert. Frau Lehnbach. Sie sind doch krankgeschrieben. Krankgeschrieben, aber zum Glück kerngesund. Ich komme gerade aus dem MRT. Freut mich. Die guten Nachrichten aus der Klinik sind übrigens nicht die einzigen guten Nachrichten. Die Familie meiner Frau will in größerem Umfang hier einsteigen. Damit haben wir endlich wieder genug Geld, um die Pläne für die neuen Craft-Biere endlich umzusetzen. Das freut mich natürlich auch. Aber bevor ich die Verträge unterschreibe, dann müsste ich noch was von Ihnen wissen. Und zwar, was genau in den 10 Minuten passiert ist, die mir von gestern fehlen. Wenn Sie einen Moment hätten. Also, ich habe Ihnen gesagt, dass ich die Unterlagen zu dem Übernahmeangebot von Bechstein haben will. Richtig. Und darauf gekommen sind wir, weil Dr. Gruber mir vorher geraten hat, mein Leben zu verändern. Ja. Was dann maximal 1 oder 2 Minuten wären von den 10 Minuten. Ich habe Ihnen erzählt, dass meine Mutter schwere MS hat und auf meine Hilfe angewiesen ist. Und dass ich deshalb letztes Jahr wieder hierher zurückgezogen bin. Okay, wow. Das ist toll, dass Sie das tun für Ihre Mutter. Danke. Ist aber ehrlich gesagt eine ziemliche Katastrophe. Ich lebe wieder in meinem alten Kinderzimmer und meine Mutter und ich, wir gehen uns jeden Tag mehr und mehr auf die Nerven. Aber wenn die Eltern Hilfe brauchen, dann muss man seine eigenen Pläne halt aufgeben. Womit wir schon 2 werden, die ein Lied davon singen können. Ich meine, mein Vater ist tot, aber... Er bestimmt die ganze Zeit über ihr Leben. Und meine Mutter über meins. Wissen Sie, was die Wahrheit ist? Dass ich das alles hier nur noch satt habe. Ja, und vermutlich haben Sie mich deshalb gebeten, die Unterlagen von Bechstein rauszusuchen. Aber die Frage ist doch, warum ich Ihnen das anvertraut habe. Ich habe da noch nie mit irgendjemand drüber gesprochen, nicht mal mit meiner Frau. Das war alles, was in den 10 Minuten passiert ist. Naja, als wir da vor der Apotheke gehalten haben, da standen wir uns auch so gegenüber, so nah wie jetzt. Und da dachte ich für einen kurzen Moment, dass... Was? Schatz? Guten Tag. Tag. Können wir dann los? Ich weiß, du willst das jetzt nicht sonderlich gerne hören, aber... Ich werde das Angebot deiner Eltern erstmal nicht annehmen. Bitte was? Jedenfalls will ich überprüfen, ob ein Verkauf an die Bechstein-Gruppe nicht die bessere Lösung ist. Wenn du noch mehr Geld rausschlagen willst, damit mein Vater nicht mitspielen. Kai, ist es wegen des Vetorechts? Es ist meine Firma, Carla. Und es ist verdammt nochmal das Vermächtnis deines Vaters. Ja. Weiß ich.
Können Sie mir ein Taxi rufen? Klar. Also ganz herzlichen Dank nochmal, gell? Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Und? Schön geworden, oder? Sehr gut, oder? Ihr habt ja noch einiges zum Besprechen gehabt, der alte Reisinger und du, ha? Huh? Ach du, vielleicht ja, um auszugleichen, dass ihr euch gerade nicht so viel zu sagen habt. Ja, der war halt sauer wegen dem Telefonat. Dafür haben wir jetzt endlich unser neues Schild. Was soll's? Ach du, aber eine Kleinigkeit noch. Die alte Dame von gestern, die dich immer Herr Uber gerufen hat, als ich die später abkassiert hat, da meinte sie, dass du ein wenig uncharmant warst. Ja, aber erst nachdem ich sie mehrmals gebeten habe, einfach mal Entschuldigung oder Hallo zu rufen. Ja, aber wenn dir das nächste Mal jemand so auf die Nerven geht, dann sag mir einfach Bescheid. Dann übernehme ich den Tisch oder die Diana. Hm? Okay. Und danke für das tolle Schild. Ich muss in die Küche. Magst du mir helfen? Ja, ich komm gleich. Danke. Martin, ich rufe an wegen des Patienten Reger. Da wollten wir doch die Entzündungswerte im Auge behalten. Klar, schieß los. Also die Ergebnisse der Blutabnahme von heute Morgen sind gerade reingekommen. Der CRP-Wert liegt bei 25, war gestern bei 8, also extrem erhöht. Auf einmal, Leukozyten sind bei 15.000, auch hochgeschossen. Wow. Was haben wir denn? Einen beginnenden Infekt? Tendenz viraler Befall, sagt das Labor. Meinst du, das hat was mit seinen Aussetzern zu tun? Ich wüsste nicht, wieso. Schließlich hatte er gestern seinen großen Blackout. Und da waren die Werte normal. Dann werde ich ihn nochmal durchchecken. Was meinst du? Mach das sicher, sicher. Ja, alles klar. Danke dir. Frau Kemper? Dr. Gruber? Das hier ist Frau Häufer. Und haben wir noch Patienten draußen? Ja, der Herr Kämmerer und die Frau Leopold sind noch da. Oh, Herr Kämmerer, das Brandopfer. Genau. Schicken Sie ihn rein. Danke. Auch so gegenüber, so nah wie jetzt. Und da dachte ich für einen kurzen Moment, dass... Was? Thank you.
schon zwei Handtücher her und frische Klamotten. Okay. Was ist mit Ihrer Frau? Die wird nicht wollen, dass du dir eine Lungenentzündung holst, oder? Bis gleich. Soll ich uns einen Tee machen? Gern. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe im Keller noch eine Flasche von meinem allerletzten Jahrgang. Das ist ein 2012er Dolcetto. Gute Idee? Ja. Bisschen früh für die Schatzphase, oder? Frau Lehnbach? Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Was machen Sie hier? Sie haben wieder einen Blackout, stimmt's? Was? Kai? Frau Lehnbach? Kannst du mir bitte mal erklären, was hier los ist? Können Sie bitte Dr. Gruber anrufen? Ich glaube, Ihr Mann hat wieder einen schweren Anfall. Kai? Kalle, ich weiß nicht, ich... Kai? Kai? Kai, was hast du denn? Kai! Die Tabletten! Mein Kopf! Ja? Dr. Gruber, ja, Carla Riegert. Sie müssen dringend vorbeikommen. Was ist passiert? Er kann sich an gar nichts mehr erinnern. Herr Riegert? Schauen Sie mal zu mir. Ach ja, zu mir schauen. Zu mir? Wer sind Sie? Ich bin Ihr Arzt, Herr Riegert. Einfach mal zu mir schauen. Ich gebe Ihnen jetzt ein Schmerzmittel und dann wird es wieder besser, okay? Gut. Hat er die alle genommen? Ja, das sind doch die, die Sie ihm verschrieben haben. Ja, aber er soll nicht, sechs in einem Tag nehmen. Okay. Gut, soweit alles klar. Frau Riegert, Sie können an der Seite einsteigen, ja? Wir sehen uns gleich. Alexander! Martin, mein einziger Freund. Was liegt an? Herr Riegert liegt an. Er kommt mit dem Krankenwagen gleich zu euch in die Klinik. Extreme Kopfschmerzen, erhöhte Temperatur, schwacher Kreislauf. Wir machen eine zweite Feinschichtaufnahme. Danke dir. Also
also doch ein akuter Infekt, Martin. Akut, ja, aber vermutlich schon länger. Er hat wieder einen Gedächtnisverlust erlitten, aber schwerer als bisher. Damit kann es aber nicht zusammenhängen. Gestern war das Labor noch unauffällig. Der Regent hat sich unbeabsichtigt selber therapiert. Er hat hochdosiertes Dolorizet genommen über 36 Stunden. Frau Regent, wir sind gleich bei Ihnen, ja? Martin, aber hochdosiertes Dolorizet? Um Schmerzen und Entzündungen zu unterdrücken, ja. Deswegen war das Labor auch unauffällig. Er nimmt das Dolorizet, hält damit die Entzündung in Schach. Der Krankheitserreger vermehrt sich, sprunghaft. Natürlich. Aber das sind keine guten Nachrichten, Martin. Nein. Hast du MRT frei? Ich denke, ja. Wir müssen uns die Hippocampi noch mal anschauen. Okay. Siehst du, was ich sehe? Ja, ja. Dann wollen wir mal schauen, wie weit der Befall gestreut hat. Die Entzündungsherde haben sich diffus über Frontal- und Schläfen verteilt. Wundert mich sowieso, dass er so lange durchgehalten hat. Geben wir ihm Virostatika. Wir haben schon genug Zeit verloren. Mama, wie war's? Warum fragst du? Du kennst doch die Antwort. Hattest du einen Unfall? Anna, es geht dir doch gut, oder? Es ist das erste Mal, dass du nach mir fragst. Seit über einem Jahr. Du hast ja auch keine fortschreitende MS. Ich hatte ein Leben, Mama. Und ich hab's aufgegeben für dich. Du hast ja recht. Entschuldigung, Anna. Ich danke dir sehr, dass du da bist. Leider auf das Ergebnis vom Labor noch etwas warten, aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass das Gehirn Ihres Mannes von einem sogenannten Herpes-Simplex-Virus befallen ist. Es ist grundsätzlich so, dass fast jeder Mensch dieses Virus in sich trägt. Es aber bei Ihrem Mann ausgebrochen ist aufgrund der erhöhten Stresssituation und des dadurch geschwächten Immunsystems. Hätte er nicht diese Schmerzmedikamente dermaßen überdosiert, hätte er es auch früher entdeckt. Die Medikamente haben aber die Entzündung im Gehirn unterdrückt, aber leider nicht geheilt. Er bekommt Asavir per Infusion. Das ist ein Virenhemmer. Und wenn wir diese Nacht überstanden haben, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Und an was wird er sich danach erinnern können? Das kann ich nicht sagen. Das kann sein, dass er unter Umständen morgen noch größere Erinnerungslücken hat als bisher. Weil auch das neuronale Netzwerk betroffen ist, was wiederum das Langzeitgedächtnis steuert. Glauben Sie mir, ich würde Ihnen gerne was anderes sagen. Er hat gesagt, dass er die Beteiligung meiner Eltern nicht will. An der Firma. So wie er das gesagt hat. Er hätte genauso gut sagen können, dass er meine Beteiligung an seinem Leben nicht mehr will. Aber vielleicht kann er sich ja daran morgen eh nicht mehr erinnern, oder? Dann tun wir einfach so, als ob nie was gewesen wäre, oder? Einfach zurückspulen. Ich kann Sie sehr gut verstehen, aber ich glaube, wir sollten es einfach mal abwarten. Ja, ich komme schon klar, ja. Okay, danke. Wie geht's Ihnen? Was machen Sie denn hier? Ich habe in der Praxis angerufen und Ihre Tochter hat mir gesagt, dass Sie hier sind. Sie sollten noch nicht hier sein, ich darf Ihnen noch nichts sagen. Ich habe vorhin seit Ewigkeiten wieder mit meiner Mutter gesprochen. Und es ging zum allerersten Mal nicht um Ihre Arztbesuche, sondern um mich. Okay. Wissen Sie, was sie zu mir gesagt hat? Ich bin jetzt aber gespannt. Wenn Kai dich wirklich liebt, dann wird er sich an dich erinnern.
Wollen Sie zu meinem Mann? Wie lange geht das schon zwischen Ihnen beiden? Es war nur ein Kuss, mehr nicht. Wissen Sie, was lustig wäre? Wenn er sich an keinen von uns beiden mehr erinnert. Frau Wien. Ich werde es auf dem Laufenden halten. Zumindest werde ich es versuchen, ja. Danke. Grüßen Sie Ihre Mutter. Neuer Freund? Ist das Ihr Typ? Nein, zu klein. Nein, nicht, ob es Ihre ist, ob es Lillys Typ ist. Wenn er sie ernähren kann. Was? Naja, immerhin hat er einen Führerschein. Bin ich mir nicht so sicher. Schönen Feierabend, Dr. Gruber. Ja? Achso, ja, ich mach dann zu. Bist du nicht bei der Franziska? Ich habe wieder Lust auf ein Feuer. Der moderne Mann braucht Freiräume. Weißt du? Und für die Franziska ist auch okay. Alles gut. Kommt die Lilly und sagt zu mir, ich würde mich da in was verrennen mit der Franziska. Und was meinst du? Dann ist irgendwie komisch, seit sie wieder da ist, habe ich das Gefühl, sie war nie wirklich weg. Verstehst du das? Ja, natürlich verstehe das. Mit Franziska, da ist das alles leicht und unkompliziert und keine Altlasten. Und mit Anne, da kommt dann noch so ein Gefühl von Angst. Damit das wieder kompliziert wird und eine Streiterei wird und dann die Sache mit dem Hof. Und weißt du, ich will nur nicht, dass du den gleichen Fehler machst wie ich damals. Du meinst das arme Ludwig? Ich hätte einfach meinen ganzen Mut zusammennehmen sollen und mit ihm weggehen. Du musst selber wissen, was für dich richtig ist. Vielleicht hat ja die Lilly recht. Ich weiß, ich sollte nicht hier sein, aber... Aber? Sie müssen tun, was Sie tun müssen. Ja. Ja. Frau Riegert, ich habe gehört, dass sich Ihr Mann über Nacht stabilisiert hat. Ja, und warum lässt man mich dann nicht zu ihm?
Ist es so? Ich kümmere mich drum. Martin, Frau Riegert, ich komme mit einer guten Nachricht. Die gute Nachricht ist, Ihr Mann ist vor 30 Minuten aufgewacht und hat offensichtlich keine schwerwiegenden Hirnschädigungen zurückgehalten. Er spricht klare Sätze, im Kopf ist er klar, nur mit der Erinnerung hat er so seine Probleme. Im Moment zumindest. Er kann sich nicht an mich erinnern. Merkwürdig, aber er hat direkt nach Ihnen gefragt, nach seiner Frau. Martin, übernimmst du? Ja. Ich muss zur Visite. Danke dir. Frau Riegert, dann gehen wir jetzt zum Mann und reden mit ihm. Natürlich müssen wir erst rausfinden, wie groß die Erinnerungslücken sind. Und wenn wir jetzt mit ihm reden, bitte in Ruhe. Okay. Kommen Sie. Schatz? Hey. Du Süße. Es ist schön, dich wieder lächeln zu sehen. Herr Riegert. Sie sind... Martin Gruber, mein Name. Ich bin Ihr zuständiger Arzt. Ah. Was ist eigentlich passiert? Sie sind zusammengebrochen. Aufgrund einer Enzephalitis. Eines schweren Viralbefalls Ihres Gehirns. Ja, das sagte dieser Doktor... Kahnweiler. Kahnweiler schon. Ich kann mich nicht dran erinnern. Wo ist es denn passiert? In der Firma, oder? Zu Hause. Was ist denn das Letzte, an was du dich erinnern kannst? Ehrlich gesagt, dass wir uns gestritten haben gestern Abend. Über was? Weil du nicht mitkommen wolltest zu Michis Hochzeit. Ich glaube, ich lasse sie mal alleine. Wenn Sie was brauchen, einfach klingeln. Und Frau Riegert, ich würde Sie gerne noch mal mitsprechen nachher. Ja? Danke. Entschuldigung. Das war blöd von mir. Gestern. Mit der Hochzeit. Okay. Seit wann bist du so nachgiebig, ja? Ich möchte gern geduldiger werden. Steht auf meiner Liste. Schön. Ja, Hans? Du, ich hab's gerade bekommen und ausgedruckt. Das Logo. Für die Grobermilch. Und was denkst du? Dass es perfekt ist. Und ehrlich gesagt, ein bisschen so, wie ich es mir immer schon vorgestellt habe. Das freut mich. Hans, das freut mich echt. Du, und die Molkerei, die hat dich wirklich 4 Wochen früher aus dem Vertrag entlassen? Ja, aber jetzt gräm dich nicht. Du bist am Gewinn beteiligt. Grüße, Sanne und die Kleine. Ja, mach ich. Mach's gut. Ciao. Setzen. Mhm. Es ist so. Ich verstoße jetzt gegen meine Schweigepflicht. Aber nur für den Teil, der Sie und Herrn Riegert betrifft. Danke. Die gute Nachricht ist, Herr Riegert wird gesund. Allerdings wird ihm ein Großteil seiner Erinnerungen, ich sag's mal so, verborgen bleiben. Wie schlimm ist es? Wir grenzen den Zeitraum auf ungefähr 1,5 Jahre ein. 1,5 Jahre? Mehr oder weniger, ja. Da könnten wir uns noch nicht mal. Habe ich noch nicht mal für ihn gearbeitet. Können seine Erinnerungen wiederkommen? Wir rechnen nicht damit. Tut mir leid. Ich muss zu Ihnen. Frau Lehmbach. Frau Lehmbach. Was wollen Sie von meinem Mann? Ich möchte ihm sagen, wer ich bin. Was haben Sie jetzt vor? Wollen Sie reingehen und ihm alles erzählen? Er wird sich ja nichts mehr erinnern.
Sprich bitte zu ihm. Sie können sich wahrscheinlich nicht an mich erinnern, aber ich bin Hannah, Ihre Assistentin. Ich arbeite seit ca. einem Jahr für Sie. Ich war vorher in Wien bei Döppler Marketing. Dann sind Sie aber deutlich überqualifiziert für den Job bei mir, oder? Das haben Sie beim Vorstellungsgespräch auch gesagt. Und was haben Sie geantwortet? Ich habe Sie angelogen. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich lieber in einem kleineren Unternehmen arbeiten möchte, aber in Wahrheit gab es familiäre Gründe. Und was machen Sie hier? Ich wollte Ihnen nur was geben. Ich dachte, es könnte vielleicht helfen bei gesund werden. Steht in Ihrem Büro. Hm. Ja, ich weiß. Wenigstens daran kann ich mich noch erinnern. Ich werde in nächster Zeit ziemlich auf Sie angewiesen sein. Wenn ich meine Frau richtig verstanden habe, dann gibt es wohl einige Probleme in der Firma. Ich werde für Sie da sein. Gute Besserung. Entschuldigung? Wie war nochmal Ihr Name? Hannah. Hannah. Danke. Dr. Gruber. Dr. Fenrich. Sie haben vermutlich von den Unstimmigkeiten zwischen mir und Alexander gehört. Ja. Wollen Sie Platz nehmen? Gerne. Es ist so. Ich meine, er hat ja alles ausgepackt an Romantik, was der junge Mann zu bieten hat. Und jetzt haben Sie es ihm so ein bisschen verhagelt mit der Fortbildung in Hamburg. Ja? Es trifft ihn, es ist hart für ihn, er leidet, aber er wird sie wieder einkriegen. Ich wollte Sie trotzdem bitten und an Ihr Versprechen als Trauzeuge erinnern, dass Sie auf uns beide aufpassen. Können Sie vielleicht, wenn ich auf der Fortbildung in Hamburg bin, können Sie bitte ein gutes Wort für mich einlegen? Dr. Fenrich, das wird ein ganzes Wörterbuch. Danke. Gerne. Dr. Gruber? Dr. Fenrich. Was ist denn so?
Ich weiß, ich schaue wahnsinnig sexy aus beim Arbeiten. Magst mithelfen? Nee. Solltest du nicht in der Praxis sein? Ich bin auf dem Weg, ich komme gerade vom Krankenhaus. Ich dachte, ich komme schnell vorbei und frage, ob wir heute Abend ein Bier trinken. Quatschen. Heute Abend? Ja, Entschuldige. Ja, ja, ich... Sag's ihr lieber nicht. Franziska! Martin, kannst du bitte kommen? Mein Vater ist vor ein Auto gelaufen und... Ach du Scheiße. Sieht nicht gut aus, sagt meine Mutter. Ich muss nach München. Gut, ich komme und ich fahre dich, ja? Okay, bis gleich. Bis gleich. Franziska hat es gerade angerufen. Ihr Papa ist vom Auto angefahren worden und ich melde mich. Mm-hmm.